eine durch 60 Watt auf 230 Volt gekennzeichnete Glühbirne ist mit einem Glühfaden aus Wolfram mit 0,02 mm Durchmesser und 67 Ohm Widerstand bei 20 Grad Celsius versehen. Berechne die Länge des Glühfadens. Hier die Angaben. Die Leistung P beträgt 60 Watt und die Spannung U beträgt 230 Volt. Der Durchmesser klein d beträgt 0,02 mm, das heißt 2 mal 10 hoch minus 5 Meter. Wir wissen auch, dass der Widerstand R 67 Ohm beträgt. Einer solchen Tabelle können wir den spezifischen Widerstand Rho von Wolfram bei 20 Grad Celsius entnehmen. Dieser spezifische Widerstand beträgt 56 mal 10 hoch minus 9 Ohm Meter. Was gefragt wird, ist eine Länge, die wir in Meter ausdrücken. Und um die herauszufinden, nutzen wir diese Formel von Pouillet. Durch diese Formel wissen wir, dass L gleich ist zu R mal A geteilt durch Rho. Wir müssen jetzt noch den Querschnitt groß A bestimmen. Den berechnen wir als Flächeninhalt eines Kreises, also Pi mal Radius im Quadrat, und der Radius ist die Hälfte vom Durchmesser. Durch diese zwei Formeln wissen wir also, dass klein l gleich ist zu groß R mal Pi mal das Quadrat von d halbe, das Ganze geteilt durch Rho. Wir ersetzen R durch 67, d durch 2 mal 10 hoch minus 5 und Rho durch 56 mal 10 hoch minus 9. Und somit erhalten wir ungefähr 0,37587, was heißt, dass die gesuchte Länge L ungefähr 0,37587 Meter beträgt, das heißt ungefähr 37,6 Zentimeter.